Du wirst hier als ein Straßenköter enden. Das sagen dir die gleichen voraus, die dir sagten, dass du als abschreckendes Beispiel endest. Sie wollten nie dir ein Leben geben. Sie sagen, hier kann nicht jeder tun, was er will, und man wird auch nicht das, was man will, sondern hier soll man tun, was sie wollen. Oft ist das aber nicht gesetzeskonform, was sie von dir wollen. Und das Grundgesetz wollen sie gleich mit abschaffen, wie auch die Menschenrechte, und das soziale Netz wollen sie auch abschaffen. Das sollst du. Du sollst in der Gosse auf der Straße landen, wenn du ihnen nicht gehorchst. Man zerstört dir erst dein gesetzeskonformes Leben, um dich dann unterwürfig und gehorsam sehen zu wollen. Und das nur, weil du einigen eigenartigen, schrägen Mitmenschen nicht gefällst. Sie leiten die Menschen mit Angst und Schrecken, die sie verbreiten wollen. Trotz aller Schwierigkeiten wolltest du dir ein anständiges Leben aufbauen, aber das gefiel einigen schlechten Menschen nicht und sie waren Jahrzehnte an dir dran und dein Leben... Um dein Leben so schwer wie möglich zu machen und dir dein Leben zu zerstören, so haben sie sich sogar krank gemacht. Sie wollen die Demokratie abschaffen und das Land unter einer Diktatur der autoritären Hardliner stellen. Sie wollen Arbeitslager und Umerziehungslager einführen und sie wollen sogar sagen, was jeder zu tun und zu lassen hat. Aber nicht zum Wohl der Allgemeinheit, sondern zu ihrem alleinigen Wohl. Sie wollen Herrschaften und Diener einführen und wer nicht spurt, wird als Andersdenkender ins Gefängnis gesteckt oder ins Krankenhaus gesteckt. In vielen Ländern ist das auch schon so. Dann führen sie ein Kontrollsystem ein, wie in China oder anderen Ländern. Sie wollen die vollständige Kontrolle über die Bevölkerung und den Strafvollzug für Andersdenkende. Ein Arbeiter- und Bauernstaat mit einer Herrschaft von vielen kleinen und großen autoritären Diktatoren, mit deren Hofstaat. Das wollen sie. Bestrafung und Belohnung werden konditioniert. Und die Bevölkerung muss gehorchen und unterwürfig den Herrschaften sein. Wer wie du da nicht hereinpasst, wird gnadenlos gejagt und bekommt keine Bürgerrechte oder überhaupt keine Rechte. Am Ende sollst du dich umbringen oder vielleicht gibt es dann wieder die Todesstrafe, um dich im Gefängnis oder im Krankenhaus umzubringen. Waren wir als Zivilisation nicht schon etwas weiter als diese barbarischen Länder, die so etwas machen mit ihren Bevölkerungen? Ich bin traurig und schockiert über das, was ich erfahren musste und erleben musste.